Esel zog Pantoffeln an, ist übers Haus geflogen. Und wenn das nicht die Wahrheit ist, dann ist das doch gelogen. Sehr witzig. Schlenkern, schleudern, schlüpfen und rütteln wie ein Apfelbaum. Schlenkern, schleudern, rütteln und schütteln wie ein großer Apfelbaum. Guten Abend. Guten Abend. Grüß euch. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Toni Malkorb. Diese Malle Popanes Andantes. Andantes hat heute Geburtstag. Ja, wir feiern heute die 500. Sendung. Und du feierst mit? Andantes! 500 Mal! Das ist deine schöne Zeit! Zum Geburtstag dieses Lied! Alle Kinder tanzen mit! Andantes, Andantes! Wenn du mitmachst und ein wenig Glück hast, kannst du schöne Preise gewinnen. Zum Beispiel 10 Abonnements des Andantes Magazins ab Mai 1978 oder 5 Jahrbücher von Andantes aus dem vergangenen Jahr oder 10 Andantes Leibchen. Wie wär's damit? Oder 10 Enrico Langspielplatten. Soll ich singen? Добрый день. Здравствуйте. Helmut, was heißt резать? Schneiden. Helmut, нож. Das Messer. Хлеб. Das Brot. У Коли хороший нож. Mit dem Messer schneidet er alles, was er kann. Артур, гусь. Гусь, die Gans. Draußen schreit laut die Gans. На дворе громко кричит гусь. Aber Mama weiß nicht, was los ist. Но мама не знает, в чём дело. Zum Titel okay. Wäre zu sagen, dass es sich hier eigentlich fast nicht mehr um ein Fremdwort handelt. Na ja, okay, ich weiß nicht. Also wer ein bisschen Englisch kann unter euch, der wird wissen, dass man all nicht mit O, sondern mit A schreibt und korrekt im Englischen nicht mit K, sondern mit C. Welches? Guten Abend, meine Damen und Herren. Wer dreimal lügt, 76-1. Erlaubt sich, seine Aufwartung zu machen. Das ist eigentlich ganz einfach, nicht? Ja, natürlich haben wir auch wieder einige prachtvolle Preise für Sie ausgesetzt. Wir haben 3 Farbfernsehgeräte, 7 Schallplattenkassetten und 100 Diplom-Skeptiker-Urkunden. Nehmen wir mal an, Sie haben eine neue Zeitschrift gegründet, die heißt Tatsachen. Mit welchen Schlagzeilen werden Sie erscheinen? 30 Sekunden, Peter beginnt. Dalli, dalli. Wird der Papst nach seiner Wiederwahl weiterboxen? Fröhlich mit der Koller. Koller mit dem Fröhlich. Immer toller mit Koller. Und nachher brauche ich unbedingt einen Einspänner. Was ist das eigentlich? Ein Einspänner. Der Ober hat ganz deppert reingeschaut, der hat glaubt, ich der packt das nicht. Aber ich meine, für Österreich und noch nie Hamburg. Dann luft meine Ischel mit dem alten Knacker. Und dann bleiben sie an der Bude stehen und zwitschern eine Molle und einen Klaren. Ich denke mir, laus der Affe. Talentiert! Talentiert! Das kleine Haus. Klopf an, tritt ein, du wirst willkommen sein. Die Tafel? Ja, oh, guten Tag. Wir spielen gerade Ich sehe. Ich sehe etwas, das mit B beginnt. Guten Tag. Ich weiß, was Lieselotte gesehen hat. Meinen Bart. Beginnen zu wachsen und wachsen und wachsen, bis wir ein richtig großer Schneemann sind mit steif gefrorenen Armen. Leg diese Kartoffel auf das Brett. Großvater, bitte lieber nicht. Oh, doch, doch, doch. Du wirst staunen. So. Und jetzt spring auf dieses Ende. Ho, ho. Du willst wissen, was Papotin ist? Das ist mein Name. Ja, Papotin. Tin, nein, Tin, Papotin, Tin. Ja, 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 ja
Und da ist die kleine Katze. Wir hätten es gerne so, wie es früher war. Wir hätten gerne mal wieder EWG. Schön. Also wir machen das. Jetzt mische ich die Karten, obgleich es vollkommen sinnlos ist, um die Zeit zu überbrücken. Die Damen kriegen eine rote Karte. Sie kriegen auch die rote Karte, aber nicht wie beim Fußball, um weg, sondern um hier zu bleiben. Ein feierlicher Augenblick. Sie haben vollkommen recht. Grüß Gott, liebe Zuschauer. Das ist heute die 250. Was-bin-ich-Sendung. Unser Kollegium, die Marianne, der Hans, die Annette und der Guido. Dann welches von den Schweinern hätten Sie denn gern? Das Grüne, bitte. Grün. Das ist fast zu viel für einen. Sie waren noch nie im Fernsehen? Trotzdem haben Sie Ihre Flaschen alle richtig hingestellt mit dem Etikett nach so, dass es nicht die Kamera sehen kann. Eine jämmerliche Beute, die Sie da mitnehmen. Aber wer eben nichts im Kopf hat, muss sich damit begnügen. Stimmt's nicht, Vicky? Hoffentlich hast du recht. Du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Nur, nur noch ein Stopp, nur noch einen Wort, dann bleib es dabei. Wigwam ist eine Tannenschonung oder eine Indianerwohnung oder ist ein Hühnerstall. Eins, zwei oder vielleicht drei. Und der König brachte die Maus zu seinem Sorgenkind. Der werde ich's zeigen, dachte die Maus. Eine Geburtstagsgeschichte aus dem Jahr 2001. Naja, in 20 Jahren, nicht, ist das schon der Fall. Einen schönen Nachmittag der sportinteressierten Jugend. Willkommen zu unserem Sport-ABC. Inspektor gibt's keinen. Sagt einfach Major zu mir. Guten Abend und willkommen bei Jolly Joker.